Hi liebe Leute! Ja, heute mal wieder ein Fahrtechnik-Video Geheimtipp. Natürlich jetzt der Manual-Geheimtipp. Also nicht, dass ihr denkt, Geheimtipps, wie viel kommen da jetzt noch oder ist das alles nur so ein bisschen, um Klicks zu kriegen. Es sind Themen, die ich vielleicht schon mal drin hatte, aber die wirklich total unterschätzt sind und von den meisten, die Videos machen oder Kurse geben, leider nicht berücksichtigt werden. Deswegen heute der Manual-Geheimtipp. Seid gespannt! Also Manual-Geheimtipp. Manual Impuls kennt ihr ja, ich mache es noch einmal kurz vor, damit ihr wisst, wovon wir reden. Und da geht es um die L-Form, dass wenn man runtergeht, dann den Körperschwerpunkt nach hinten bekommt. Und mir ist halt aufgefallen, dass die meisten, die das erklären, vom Prinzip so machen, dass sie sagen, wenn du dich impulsartig runterbewegt hast, dann nach hinten, ist es wichtig, mit den Beinen das Fahrrad unter dir nach vorne zu beschleunigen, um halt dieses Momentum zu kriegen, um noch mehr Höhe, um das Vorderrad hochzukriegen. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie komplett falsch oder so, aber es kann Nachteile haben und das wollte ich euch kurz erklären. Also ich zeige euch das mal kurz, wie das gemeint ist. Achtet vor allen Dingen mal auf die Beine. Ich mache es mal vor und danach auch mal in Slow-Mo für euch. Okay, da habt ihr es gesehen. Funktioniert auf jeden Fall gut. Man schiebt das Rad nach vorne, es kriegt so Momentum. Es fühlt sich so ein bisschen anders, wenn man das hinter hat oder das Tretlager so nach vorne schieben will mit hängender Ferse. Funktioniert, aber der Nachteil ist, deine Beine sind sofort gestreckt. Also ihr habt gesehen, eine mögliche Technik. Nachteil, Beine sind sofort gestreckt. Warum kann das ein Nachteil sein? Jetzt beim Manual ist es so, wenn du die Beine dann sofort gestreckt hast, dein Vorderrad ist schon so ein bisschen oben und du müsstest jetzt noch ein bisschen mehr Höhe kriegen, sind deine Beine so gestreckt, dass du nichts mehr machen kannst. Normalerweise, wenn deine Beine jetzt noch so ein bisschen gebeugt wären, könntest du noch so ein bisschen drücken und dann wird das Vorderrad höher kommen. Das hier kennt ihr, dieses beim Manual nachher, wo man immer so ein bisschen spielt, um den Sheetpoint zu halten mit den Beinen. Wenn du aber sofort auf Anschlag bist, kann das ein Nachteil sein und das Vorderrad fällt runter und du hast überhaupt keine Möglichkeit mehr, das nach oben zu halten. Die anderen Nachteile sind halt für den Bunnyhop. Das heißt, wenn du halt Bunnyhop machst, kommst du ja auch in diese L-Form. Und von da aus willst du dann, wenn du da hinten bist, hochspringen. Wenn deine Beine aber schon ganz gestreckt sind, wird das natürlich schwierig und du kannst dich nur nach vorne werfen und du verringerst deine Sprungkraft. Ganz häufiges Fehlerbild übrigens. Warum ich als Prägung dieses nach vorne drücken mit den Beinen, gerade für Leute, die noch im Bunnyhop üben, nicht empfehlen würde. Ja, und der letzte Nachteil, den habe ich jetzt quasi im ersten Punkt schon mit dabei gehabt. Also der Worst Case natürlich, deine Beine sind schon direkt gestreckt und das Vorderrad fällt runter, weil du nichts mehr machen kannst. Ich finde es aber auch vom Feeling einfach schöner, im Manual erstmal noch gebeugte Beine zu haben und von da aus dann zu starten. Ob ich dann sofort viel pushen muss oder nur so ein bisschen. Und ich mag diese Position auch, das vielleicht wenn ihr mal vergleicht, jemand der mit dem Dirtbike oder BMX ein Manual macht, da sieht das auch so ähnlich aus. Und das kann man aber auch auf die Enduros übertragen. Man muss immer Körpermaße, Fahrradmaße gucken, ob das passt. Ich will euch jetzt mal die andere Variante zeigen. Also was ist denn die Alternative? Wie gesagt, heute der Geheimtipp, weil so viele es leider nicht empfehlen oder nicht kennen. Von mir werdet ihr es schon irgendwie kennen, wenn ihr sehr aufmerksam guckt. Und zwar, ich möchte auch das Rad nach vorne beschleunigen, aber ich mache das mit den Armen. Das heißt, natürlich ganz wichtig ist, dass du diesen Rebound nutzt, also wirklich dich ganz dynamisch runterwirfst, dann drückt sich die Federung ein und von da aus dann zack. Also ich mache immer so das Bild, wenn man jetzt so das nach vorne schiebt und wenn man jetzt richtig anfängt zu schubsen, wie so ein richtiger Punch. Pam! Dann werdet ihr merken, das Rad beschleunigt auch total nach vorne. Das Vorderrad schießt hoch, gerade in Kombination mit diesem starken Rebound, das zu nutzen. Ja, und dann hat man den Vorteil, was ist, dein Vorderrad ist schon recht weit oben und deine Beine sind aber noch gebeugt. Und dann kannst du anfangen, wenn du Bedarf hast, hier mit zu modulieren. Einmal in Zeitlupe für euch, also ich in meiner eigenen Zeitlupe. Man macht sich halt klein und dann schubst man den Lenker nach vorne. Viele verwechseln das mit nach hinten gehen, aber wenn du den Lenker nach vorne schubst, das Fahrrad nach vorne bewegst, dann geht ja dein Körperschwerpunkt automatisch nach hinten, was du beim Manual brauchst. Genau, das war jetzt in Zeitlupe, damit ihr mal die Bewegung erkennt. Natürlich müssen beide Bewegungen, sowohl das schnelle Runtergehen als auch das Schubsen, dann sehr explosiv und dynamisch passieren. Ich zeige es euch ein paar Mal. Also, jetzt mache ich das nochmal
und dann mache ich mal bewusst, also wirklich provoziert ein bisschen dieses Drücken. Und dann seht ihr das halt, wenn die Beine am Anfang gebeugt sind, kann man von da aus besser starten. Wenn man sofort das Fahrrad unter sich mit den Beinen nach vorne schiebt, sind die Beine direkt gestreckt und man halt fängt nicht an mit einem guten Spielraum, sondern ist schon am Limit. So, das war quasi der Geheimtipp, und zwar, anstatt das Rad mit den Beinen nach vorne zu beschleunigen, direkt im ersten Impuls, lieber natürlich, das hätte man so auch gemacht, mit viel Rebound, also viel reinpushen, und dann mit den Armen nach vorne schubsen. Achtet darauf, wenn ihr euch dann so klein macht und reinschubst, dass ihr das aus den Beinen macht und am Lenker schön locker seid, weil manche machen hier so eine Liegestütze und dann ist es natürlich super anstrengend und schwierig, diesen Punch reinzukommen. Ja, so, also, jetzt der Geheimtipp Manual nochmal. Zusammengefasst, ihr habt gesehen, jetzt mit einem moderneren Rad, falls jemand sagt, ja, der mag mit seinen alten Kisten. Ich warte auf das nächste Testrad. Bis dahin fahre ich mein altes, aber jetzt habe ich von Marcel gerade mal ein aktuelleres Rad. Und ihr habt gemerkt, passt auch. Schubsen, probiert es mal aus. Wir sehen uns im nächsten Video und let it roll.